die bayerische Arbeitsministerin in ihrem Element. Als gelernte Chemotechnikerin sind kleinere Lötarbeiten an Kabeln nach wie vor ein Kinderspiel. Wie Emilia Müller teilen auch 67 Auszubildende des Münchner Motorenherstellers IVIS die Begeisterung für einen technischen Beruf. Die meisten von ihnen haben sich zur Freude der Ministerin schon früh für diesen Job entschieden. Ich bin der Auffassung, dass junge Leute so früh wie möglich sich orientieren müssen, in welche Richtung es geht. Manche wissen am Anfang gar nicht, wenn sie jetzt kurz vor dem Abschluss sind der Schule, was sie denn machen wollen. Und umso wichtiger ist es, bei Messen zum Beispiel was zu tun, aber auch bei so einem Tag der Ausbildung darauf hinzuweisen, auf diese Vielfalt, die in Bayern angeboten werden kann. Ob das soziale Berufe sind, ob das jetzt zum Beispiel Industrieberufe sind, ob das Handwerksberufe sind. Die ganze Vielfalt ist wichtig und für jeden muss das Beste dabei sein, je nach Fähigkeit und je nach Begabung. Wer sich für einen Beruf entschieden hat, kann in den meisten Fällen in eine duale Ausbildung einsteigen. Sie wird zum einen Teil in einer Berufsschule und zum anderen in einem Betrieb absolviert und ist deutschlandweit ein Erfolgsmodell. Die duale Ausbildung ist bei uns wirklich der Garant dafür, dass junge Leute im Anschluss daran auch weiterkommen, beruflich weiterkommen und ihr Leben gestalten können. Es ist ein Erfolgsmodell für Gesamteuropa und viele Nationen in Europa und weltweit beneiden uns um diese duale Ausbildung. Tamara Baust ist eine von 8 weiblichen Auszubildenden zur Industriemechanikerin bei IVIS. Für die 18-Jährige im dritten Lehrjahr hat die duale Ausbildung viele Vorteile. Ich finde es recht gut eigentlich, weil in der Schule kommt halt hauptsächlich Theorie und in der Arbeit macht man dann halt die Praxis. Und das ist halt auch abwechslungsreich und das finde ich gut so. Mit dieser Ansicht steht Tamara nicht alleine da. Bayernweit ist die Zahl der Bewerber, die eine duale Ausbildung anstreben, im Vergleich zum Vorjahr um 2% gestiegen. Um dieses Ergebnis noch zu steigern, wird sich Emilia Müller insbesondere für das Programm Fit for Work einsetzen, das Jugendliche mit Leistungsschwächen auf der Suche nach Ausbildungsplätzen unterstützt. Schließlich sollen in Zukunft nicht nur die Arbeitsministerinnen gut mit dem Lötkolben umgehen können. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.